Reden wir mit Mimir. What are you thinking, brother? I am thinking. I want things to be the way they were. Well, I'd like to claim a tree again. Certain ships have sailed. Leider ja. I just wish Atreus were not so desperate. Restless. Oh, okay. I care only for your safety. I know, brother. But holding him too tight won't keep him out of danger. The lad's determined to make a few mistakes of his own. And I hate to say it, I think Tyr might be one of them. I've never seen a man broken so completely. His pain is fresh. You expect too much. Wieso wundert mich das nicht, dass er da sitzt? Pity Freya still wants to kill you. That's an ally we could use. That is not an option. No, I don't suppose it is. Trouble sleeping. Ah! Shh! You cannot sneak up on me like that. There's something I have to do in Midgard. What? Without me? I thought we were partners. We are. Just wasn't sure you'd want to join me. I'm visiting an old friend. Oh, I see. Or possibly not doing that, taking into account she's determined to murder you. She Nine. Wouldn't really. Oh, look, I think it's lovely that you see the best in people. I really do. And I want you to continue to see the best in people by not getting yourself murdered. But we need her. It's worth the risk. Is it though? Und sie will eigentlich nur Kratos töten, nicht den Jungen. Weil effektiv hat er ja nichts gemacht. Oh. How about I suggest an alternative? Something much less risky. Wir steuern ihn. But maybe could give you some answers. What are you talking about? A certain old friend you haven't seen in a while. A very giant friend. Jormungandr? Did you find him? Why don't I show you? It's just on the way to the vengeful goddess who wants you dead. So it'll give us some time to decide about not going there. So you know where Freya is? No, no. I mean, yes, but look, let's just talk to the snake first, and then I won't take you to Freya. How's that sound? Der Pfeil? Ja, aber ganz ehrlich, der Pfeil war nichts anderes als ein, naja, etwas, was seine Klamotten gehalten hat. Es ist ja nicht so, dass er aktiv bewusst ihn getötet hat. Das würde ich nicht so verkaufen. Ha? Oh. Aha. Halten Sie beim Ausweichen eigentlich wie von ihm, also von Kratos. Aha. Mhm. Oh, okay. Ein wirkungsvoller, schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Combo leichter Angriffe ausgeführt wird. Oh, cool. Cool. Okay. Glad you brought your key of Yggdrasil. I seem to have dashed out without mine. Huh. You got sick of having house guests that fast? What? No. I could just use some fresh air. Is all. Well, I hope you like it cold. Should we swing by your cabin first?
Will your furry friend be joining us this time? No, I meant to tell you. Fenrir's dead. Oh. Yeah. I'm very sorry to hear that. As wolves go, he was always very clean. Thanks. I'd offer to give you a hug, but why traumatize either of us further? Okay. Caught a whiff of something awful near the Helheim Tower. Remember how to get there? Yep, just past the oarsmen. But that's what makes you think Jormungandr's nearby? I know what I smelled. Okay. Well, a lot's kinda happened. Alleine wie das aussieht. Also wir sind auf einem der Türme. Das ist so eine geile Idee, dieses Setting wiederzuverwenden. Aber so? Yep. Want a closer look? No. Aber so zu verändern. Pew pew. A chest. Not so easy, huh? Shut up. Ah, sehr gut. Sehr gut. Wie die Pfeile aber auch echt einfach gerade ausfliegen. So, what's been going on? So, Father said I cast a spell when Fenrir died, but I don't know what he's talking about. Accidental magic? That is disquieting. Okay, da ist wieder Feuerranken. Oh, lift's broken. I'll fix it later. Accidental magic's not all. I sort of turned into a bear. A bear? Including the slobber. Yeah, but I lost control. Frey knows magic better than anyone. She could help me. But not giant magic. Fine. Mm-hmm. We'll do it your way then, Sin. A huge venomous snake seems much safer. It's venomous? Wollte gerade sagen. Woher weiß er, dass sie giftig ist? Giaffa. Ach, normale Pfeile habe ich unendlich. Verstehe. Shoot the barrel. It's got seven. Yes. Feels good, right? It's great, Sindri. Liegt hier ein Item? Yes. We're blocked. How'd the Arm of Tears statue end up here? Find a way through, and I'll tell you. I'm on it. Huh. Mm-hmm. Looks dwarven. It is soundstone, but the path's still blocked. And I don't see any more on this side. Hold on. Let me look around. Maybe I need a different angle. Maybe, baby. So, Tyr's arm. Your father owed Thor a blood payment. And, well, he got it. Wow. Great story. Ach so. Von dem Kampf? Alles klar. Anyway, is that likely to happen again? Sudden, uncontrolled bear rampage? Beats me. We've got company. Got my back? They're literally made of filth. I'm not touching. Who said you need to touch them? I like the way you think. Okay, here goes nothing! Giaffa! Huh. That's some quality craftsmanship! Ouch! You're not bleeding heavily, are you? Okay, mit dem muss ich kämpfen noch lernen. Okay, right. I'll just...
Papa! Aua! Mit dem muss ich noch ein bisschen üben zu kämpfen. Der Kamerawinkel ist deutlich tiefer, weil er ja auch nicht so groß ist. Das fühlt sich irgendwie anders an. A little help would be nice. Okay, right. I'll just... Yoppa! Wo auch immer wir das Schild her haben. Take this, you dirty pile of rocks. Don't touch me. Wow, Sindri, harsh words. I'm sure he'll recover. Shut up. You want my help or not? All right, all right. You think this stuff grows on trees? Oh. Jump up. Und bam. Ouch. You're not bleeding heavily, are you? Zack, zack. Und zack. Kick it like Beckham. Thanks for sacrificing so many objects from your bag of tricks. Boah, ist um einiges greifbarer als Kratos. Ja, ist er. Whatever. Also, alleine durch die Kampffertigkeiten, der ist viel schneller. Aber trotzdem muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Zack. Shoot. I think the lift switch is broken. You can fix it, can't you? Or does your brother have all the talent after all? Depends. Is your father all the muscle? If I say yes, you realize you're confirming Brock has all the talent? Vor allen Dingen hat sein Vater mehr Muskeln. Ich habe auch immer so ein riesiges Rad in meiner Hosentasche. Let's get going. Klick. Why are you worrying so much today? I just need to look out for the people I care about. Keeps bad things from happening to them. Freya wouldn't kill me. And Jormungandr's probably not even there. Besides, he likes me. He's only eaten me once. I had conveniently scrubbed that from my memory. Wir sind aber auch reingegangen. We're here. Oder ist er jetzt eine Babyschlange? Told you he's gone. Well, have you tried calling him? Blowing the horn's the first thing we tried. I'm not talking about the horn. Jormungandr! Plötzlich leuchten seine Augen. That's not weird at all. Shh. Hi. Aber warum schläft die Schlange eigentlich?
sind Schlangen nicht warm, wieder mögen kalt nicht. Das kann die Erklärung dafür sein. Keep you up or anything. Good talk. Level 150 Räume in New World. Ironwood. What do you think it means? Grinding heißt das, wie grinding. Let's head back. Er taucht jetzt auf. Okay. Ganz im Hintergrund. Wir haben Jörmungand nicht mehr gesehen, seit Fimbulwinter begann. Ich dachte schon, dass er möglicherweise irgendwie den See der Neuen verlassen hätte. Aber Sindri hatte den richtigen Riecher. Die Weltenschlange wachte auf, als ich rief. Aber als ich ihn nach Loki fragte und danach, was ich tun soll, sagte er nur Jarnvior, nicht besonders hilfreich. Ich habe keine Ahnung, was Eisenwald bedeuten soll, aber es war trotzdem nett, ihn wiederzusehen. Freya. Maybe I can. Der Bogen bricht doch jetzt. Would you just let me do it? So what was your plan anyway? Just stroll up to the old Valkyrie Council Circle and hope Freya's in a good mood? Well, now that I know where she is, yeah, exactly what I'm gonna do. Oops. Fuck. Don't tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. Not sure she sees it that way. Nope. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. Sie hat ja selber gesagt, sie wäre lieber gestorben, als dass er, ja, wieder sterblich wird. Wobei, da ist die Frage, galt Baldur als unsterblich? Weil eigentlich war der ja nur unverwundbar, ne? Wobei ja auch nicht, weil er war ja verwundbar, aber war nicht dadurch tötbar. Au. Zack. Was ein Unsinn, da Leben zu verlieren. Schätze. Okay, hier war nichts, außer eventuell Gegner damit töten zu können.
chopper! Alter! Ich hab doch L1 gedrückt und zu früh losgelassen. Kacke. Mist. Setz die Chaos-Klingen. Ich hab keine Chaos-Klingen mit ihm. Well, that's quite enough excitement for one day. No way. We're so close. Huh. Zack. Oh dear. Gibt's eigentlich jetzt mehr EP mit ihm, wenn wir nur mit ihm spielen? Vielleicht so ein bisschen. Maybe this is a sign. Don't be a baby. I'll catch you. Promise not to drop you this time. Hi. Fine. Just step between the realms then. You know it doesn't work that way. Though sweet Bessel, I wish it did. See? Was that so bad? I sincerely hope I never have to do it again, if that's what you're asking. My shop! Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay and fix this. Suit yourself. Ja, lässt uns jetzt alleine gehen? Okay. Ich bin gespannt, was Freya sagt. Ich bin gespannt. You sure you want to go in there wearing the very arrow tip that killed her son? I'll hide it under my shirt. And besides, it's a reminder to be better. You need a murder weapon to be a better person? It makes me feel brave, okay? Is that such a bad thing? When it leads you to believe you can convince Freya of anything, yes, it is. I have to try. Eh? Alone. Just keep going. Das ist der Plan. Das ist der Plan, mein Lieber. Are you sure this is a good idea? You haven't got a plan. Brock says some people run better on chaos. I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing and we're out of options. Living. Living is an option. Ja, aber die Frage ist, wie lange, ne? Wenn Odin irgendeinen verqueren Plan hat. Bye, Sindri. Bye, bye. Okay, now which way to the council? As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. Ich weiß ja nicht. Aha. Das sieht alles so anders aus. Okay, das ist kaputt.
das easy. Okay. Das ging jetzt einfach nur nicht wegen seinem Level. Der Kleine, was? Der Kleine prügelt die Viecher mit einem Holzstock durch die Gegend. Unglaublich. Ein Mahagoni-Stock beim Spielen hinten im Hof gefunden. Ne, das ist ja dieser komische Hornbogen, ne? Ich weiß ja nicht, aus wessen Horn der gemacht ist, aber es ist ein Hornbogen. Alright, more Soundstone. Ja. More Soundstone. Geht doch. Tatsächlich finde ich den Schwierigkeitsgrad aktuell sehr angenehm zu spielen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie leicht das Spiel ist, wenn man eben auf einem deutlich niedrigeren Schwierigkeitsgrad spielt. Man, if father could see me now, he would lose it. I wouldn't have to hide things if he'd just trust me. How can I trust you if you lie? Actually, that's a good point. Ja, ist es, mein Lieber, ist es. Maybe if you listen to me, could I not say the same? Well, where do you think I learned it from? Und zack. Aua. Was? Check mal deinen Schwierigkeitsgrad. Du machst doch viel zu viel Schaden dafür. Was? 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 Unterstellung. 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 Hä? Lüge. Fake News. Was? Ich hab doch L1 gedrückt. Oh, leck mich doch am Zuckerli. Gott, doch, wo ist das Leichteste? Klar, natürlich. Yeah.
Zack. Au, der war zu nah dran. Der rote Angriff war leider noch weiter, als ich dachte. Apropos. Die Form muss gewahrt bleiben. Das war jetzt nicht extra, aber okay. Und zack. Why won't you tell me? Traumwölke giftet a Tier 1 Sub to Akatosh 1306. Akatosh. Das ist wie mit The Rock in Babysitter. Easy Job. Ja, so ungefähr. Vielen Dank für dein Giftzapfwölkchen und willkommen bei der Otterfamilie Akatosh. Again. Das Gifting-Wölkchen ist wieder da. Da. Oh. Yeah. Lass das. Stellt Pfannkuchen in den Chat, hab ein paar übrig. Oh, Pfannkuchen. Pfannkuchen sind einfach nur gut. Egal ob süß oder herzhaft. Einfach gut. Oh, Kiste. Was? Gibt es neue Schoten aus dem Einzelhandel? Was? Geht doch. Zack. Insektenvernichter. Insektenvernichter Kratos und Sohn. Hä? Möchtest du das nicht kommentieren? Der möchte das nicht kommentieren. Hä? Oh, weg mit dir. Oh. Oh, zack. Der Junge ist auf jeden Fall
Es ist sogar ein Wölkchen darüber eingefroren. Wie cool ist das denn? Der Junge ist auf jeden Fall deutlich, deutlich mächtiger geworden. Aber logischerweise, wenn man älter wird. Du hast gestern einen Kunden gehabt, der hat zwei verschiedene Produkte mit gleichen Namen gesehen. Und die Differenz zwischen dem, was er gezahlt hat und was die anderen gekostet, ausgezahlt haben. Waren zur Wiederholung zwei verschiedene Tackle. Also ich werde im Alter immer schwächer. Das ist wie so eine Achterbahn. Das ist wie so eine Achterbahn. Es wird erst besser, 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 besser und dann geht's wieder bergab. Really wish I had a compass. Ist das da vorne nicht das Council? Ich habe keine Ahnung. Relax, take it easy. Viel Spaß mit euch, Icarus. Ich nur weiser und trinkfester. Nightmares. Du wurdest bestimmt auch trinkfester. Zumindest bis zum gewissen Alter. Da ist eine Kiste. Mal gucken. Nee, trinkfest war ich mit meinen 27 bis 29. Ich hab vergessen, du bist ja auch deutlich älter, ne? Der gute Akutenshi. Took an arrow to the knee. Moment. Oh Gott. Geht das? Klappt das? Da. Hallo? Ich glaube, er hat es gespeichert. Ich habe keine Ahnung. Ja, hat er. Hab da noch auf Studentenfäden mitgemischt. Wolltest du junge Frauen abgreifen oder was macht ein 29-Jähriger auf Studentenfäden? Took an arrow to the knee! Und nochmal. Also, ob das stark ist? Nein, niemals. Kann man die Dinger in der Luft treffen? Dass ich noch mindestens 5 Jahre, bis ich das, was? Auch das noch mindestens 5 Jahre, bis das erreicht, der Wölkchen. Du bist halt ein kleines Wölkchen. Ein ganz junges, kleines Wölkchen. Ja.
Und wie machen wir das auf? Vielleicht von der anderen Seite gleich? Hatte noch ein bis zwei Freunde, die da in einer WG gewohnt haben und meinten, die müssen unbedingt noch studieren. Und natürlich lässt man nichts anbrennen als junger Mann. Wohnen die nicht mehr in der WG? Sind sie zwischenzeitlich erwachsen geworden? Warum fällt mir bei Studenten sofort das mit dem Alter ein? Was? Ja, ich bin aber erst... Du bist auch Steinbock, wie schön. Der eine ja, der andere keine Ahnung. Oh je. Der ist immer noch in der WG. Der ist aber jetzt zum WG-Chef gewachsen. Das ist wie die Leute, die mit über 30 noch bei ihren Eltern wohnen. Da sagt man ja dann auch irgendwann, nein, nein, ich wohne nicht bei meinen Eltern. Meine Eltern wohnen bei mir. Ah, fuck. Oh, fick dich doch. Das kann ich wohl, das nicht. Kommt raus, wo immer ihr seid. I got this, right? Yeah, I got this. Und kaboom! Freya shouldn't be much farther now. Just need to look out for that big door. Ja. Oh, ist der Batcave. Ich habe einen Nachbarn, der ist 41, Politiker bei Die Partei und seit bald 15 Jahren Student. Er lebt in einer WG. Er ist optisch auch das Musterbeispiel eines Dauerstudenten. Jeder, der studiert hat, kennt die Ewigen. Akutenshi hat es gut gesagt. Die Ewigen. Das sind die Familienväter mit 4 oder 3 Kindern, immer noch Student. Im 38. Bachelorsemester. Da gibt es tatsächlich, ich habe in meinem Master eine Zeit lang in der Uni gearbeitet und habe da quasi so Tutorien gehalten, also Tutorien gehalten für Erstsemesterfächer. Und das hat dazu geführt, dass ich auch bei der ein oder anderen Prüfungskorrektur geholfen habe. Das Witzige ist, wenn du dann die Liste bekommst mit den Matrikelnummern, also da standen keine Namen drauf. Auf der Prüfung stand natürlich der Name, teilweise, aber egal. Aber auf der Gesamtliste stand die Matrikelnummer und das aktuelle Semester. Und ich fand's erstaunlich, dass es Leute gab, die im 20-plussten Semester sind, und Erstsemesterfächer im Bachelor belegen. Das war interessant. Ja. Ich glaube, 23 oder 24 war das Höchste, was ich gelesen habe. Und das ist schon echt verrückt. Weil das muss man halbieren, das sind dann über 10 Jahre. Ich glaube, das ist die große Tür da hinten. Ich vermute nur. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum sollte Freya einfach da rumsitzen? Und warum ist sie nicht mehr in ihrem Haus wenigstens? Klar ist der Winter. Aber...
Hello down there. Hey! Come to your senses yet? Yes. I mean, I'm not changing my mind. Ha! You do have doubts. Hey! Like you never do? Better than having regrets. I'm not sure I agree with that, but by all means, keep going and you might find those too. Also warum hätte ich ihn auch nicht werfen sollen? Bin doch nicht bescheuert. So eine Möglichkeit muss man nehmen. Just be sure to scream if she starts killing you. Thanks. I feel so much better now. Wahrscheinlich kommt dann Kratos irgendwann. Mit 20 Semestern hast du aber eine gute Chance, die Erstsemesterprüfung zu bestehen. Nee, tatsächlich nicht. Weil das war, die Liste, von der ich erzählt habe, war die Liste der Drittversuchler. Ja. Da bist du dann nochmal zu... Also du hast... Wir haben die Erstkorrektur gemacht. Und nach der Erstkorrektur sind dann ungefähr nochmal anderthalb Wochen vergangen. Und dann wurden wir alle nochmal zurückgerufen. Und dann gab es eine Liste von, ich weiß nicht, 30 oder 40, die im Drittversuch waren. Und... Also nicht im Drittversuch, die entweder im Drittversuch waren oder ganz, ganz kurz vor dem... Von dem 4-0er-Schnitt. Also, so, ich weiß nicht, dir fehlen vielleicht 2 Punkte oder sowas. Dann haben wir uns die Prüfung nochmal angeguckt, um zu schauen, kann man denen vielleicht noch 1 oder 2 Punkte geben. Was war das? BWL? Nein, nicht BWL. BWL hätte ich nicht korrigiert, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Das war theoretische Informatik. Das war Mathe-Grundlagen. Und noch ein drittes, was mir gerade nicht einfällt. Also, ja. Machst nix, ne? Hallo? Oder ist Freya mit ihrem Haus hierher gewandert? Hey, Freya. What? Can't I pay an old friend a visit? Nothing wrong with that, right? I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean... Okay, yeah. I should probably avoid mentioning that. Is that Freya? Why am I wearing this around my neck? The arrow tip that killed your son? That's a great question. I'm so dead. Ich saß mal beim Wirtschaftsingenieursprofessor zur Vorstellung, ob der mich zu seinem Kurs zulassen würde, da ich kein Abi habe. Er hätte mich zugelassen, da genug Berufserfahrung. Also Fächer, wo ich grob verstehen kann, dass man es verkackt. Naja, also lass mich so sagen, Wölkchen. Theoretische Informatik sollte für niemanden ein Problem sein, der Informatik studieren will und sich einfach ein bisschen damit beschäftigt. Weil so komplex ist das nicht. Zumindest der Anteil, der in dem Fach notwendig ist, zu wissen. Wenn du dann hinausgehst und dann theoretische Informatik in der Tiefe behandelst, da wird's fancy. Da wird's fancy. Here goes nothing. So komplex ist das nicht, sagte mein Lehrer auch zu Buchungssätzen. Naja, gut. Hier kann ich nicht mitreden, ne? Buchungssätze kann ich auch nicht. Also nicht wirklich. Habe ich nie gelernt. Habe ich nicht gelernt. Aber warum ist Freya jetzt hier? Oh oh. Als ob die nicht schon gesehen hat. Eine so große Kriegerin. Freya! You should have stayed with Sindri. Wait! Stop! Your father. Where is he? Not here! He sent you? No! He doesn't know! You shouldn't have come. He took my son. What makes you think I won't do the same? Weil du... You're better than this! Hm.
Das wäre ein richtig doofes Schwert. Das hat keine Guard. Das wäre total bescheuert. Kannst du gern behalten. You would stake your life on it. Yep. Offensichtlich. I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, why don't you let me go and I can tell you why I came. If you mean to plead for your father, save your breath. His fate is sealed. But you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. He lies. Maybe. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. I've been there. There is no giant army. There are no giants at all. Just me. You. In Jotunheim, we learn the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And that's not all. The giants have prophecies about me. They know me as... Alter! Der... Wie die guckt! Wie so eine Psychopathin kurz vorm... So, klick! Dann tötet sie dich. Das ist eine Göttin, die hat einen Griff, der niemals abrutscht. Es geht nicht darum, dass der Griff abrutscht. Es geht darum, dass das Schwert des Gegners an der Klinge vorbei zu deiner Hand gehen kann. Um die Schwerter anderer müsste die sich kaum Sorgen machen. Ja gut, Thor hat einen Hammer. Das ist kein Schwert. Steche ich ihm das Messer in die Rippen oder direkt in den Hals? So schaut die. Genau, genau so. Und der Blick. I think maybe I'm supposed to help stop Odin. Somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin... And he's already won. Das ist scharf. Du brauchst es nicht weiter. Together? Now that you can fight again. I am far from whole. Okay. Okay. Dann helfen wir dir dabei. But we found here. Maybe if you spoke to him. Tyr is alive? Yeah. Yep. We broke him out of Svartalfheim. Impossible. The Nine Realms are closed to all. No. Nope. We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together... Enough. Die Farbe ist weg. Enough! Leave this place. Zack, Dornröschen. Go and do not return. Go before I change my mind. Do not expect the same mercy for your father. Also wenn das nicht mal ihre volle Macht ist, dann möchte ich der nicht begegnen, wenn sie mächtig ist. Jetzt sitzt sie wieder da und schleift ihr Messer. Ich hätte es gefeiert, wenn Kratos da jetzt gestanden hätte. Aber ich glaube, das wäre zu schnell gewesen. Freya hätte den dann auch gemerkt. Also bemerkt. Sie hat ja auch gemerkt, dass er mit Sindri hier ist, also. Was? Metallreste aus Tyrs Tempel, verschmolzen mit Klinkstein. Ja, mit dem Geist des Kriegers irgendwas.
Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen zusätzliche Betäubung zu. Cool. Okay, hier ist aber keine Krähe. Also hier ist eine Krähe, aber keine von den Dingskrähen. Piu! Piu! Kurze Frage zum Auffrischen meines Wissens. Freya war die Gemahlin von Odin, oder habe ich da wieder was da falsch im Kopf? Nein. Freya war die zweite Frau von Odin. Die erste Frau ist die Mutter von Thor. Und Freya war ist die Mutter von Baldur gewesen. Oder zumindest ist Thor nicht, das ist okay. Thor kein Kind von Freya. Es war es ein noch. I will never, ever admit this injury. Weißt du, wie sie zu Thor steht? Die mag den nicht. Weil Thor ja im Endeffekt auch alles und jeden tötet. Aus Spaß. Good thing I like climbing. Und ich glaube tatsächlich, dass Thor und Freya gar nicht so unterschiedlich alt sind. War weniger eine Ehe, mehr eine politische Zwangsarbeit. Das ist richtig, ja. Freya hat sich ja nur mit ihm vermählt, damit der Krieg aufhört. Aber Odin hat das Ganze unter falscher Prämisse gemacht. Er wollte nur die Geheimnisse von Freyas Volk, um es dann dafür zu verwenden, dass das Volk ewig quasi ihm nicht mehr in die Quere kommen kann. Oh, thank Amir. You're all right. How did it go? I was starting to think. Sindri, I told you I could handle it. But I don't think she's gonna help us. Und es ist kein Stockholm mit Vorteilen, weil sie hat ihn gar nicht geliebt. Also sie hat es tatsächlich nur aus dem Aspekt der Sicherheit gemacht. Des Volkes, eigentlich. Where's your necklace? Huh? Oh! I was thinking and I, got rid of it. She took it, didn't she? Today was your lucky day. So, tell me, how did it feel to run on chaos? Nicht gut. I just fixed that! I've still got my bag of tricks. If you need me, I'll be standing back here. Need a moment. Aua! Und putsch! I'll repair it later. Let's get out of here before something else tries to kill us. Ist da nur ein Tisch? Yeah, good idea. Hate to bring it up, but are we telling your dad about this? Since you've come clean and all. No way. Na was, aber ein bisschen Liebe muss er da gewesen sein, wenn sie ein Kind von ihm hat. Speaking of coming clean, I need your opinion on something. Something I've kept from my brother for a long time. Was denn? I'll tell you on the way back. Okay. Come on. Kinder sagen nichts über Liebe aus, nur über Triebe. Glaub Akutenshi, der weiß das. Wie hat... Ein Kollege hat das heute gesagt. Da ging es auch um Kinder und dass das ja viel kostet, ein Kind zu haben. Also im Laufe, bis es erwachsen ist. Und wie hat er gesagt? Er hat ja nämlich jetzt über die Corona-Zeit zwei Kinder quasi auf die Welt gesetzt. Und wie hat er gesagt?
Er wollte, genau, weil ich gesagt habe, ihr habt, das hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Ihr habt da zwei Kinder jetzt nochmal zusätzlich in die Welt gesetzt während Corona. Und er hat gesagt, er wollte nur Spaß und sie wollte, glaube ich, nur einen Film gucken. Ah. Hä? Macht sich eigentlich keiner von den beiden, also Kratos und Loki, Gedanken darum, dass die beiden Wölfe bei denen zu Hause jetzt gerade alleine sind? Ganze Zeit? Do they ever quit? Das ist ja wie ein Ego-Shooter hier. Aua. Nein. Oh. Nennt mich pingelig, aber eine Tüte drüber, was? Tüte über einen Lümmel hätte einiges verhindern können. Naja, das war ein Witz von ihm. Das war schon irgendwie teilweise bewusst. 350 Euro spart sogar noch Geld nach 2 Jahren Medikamenten oder Utilities. Kannst du besser einmal abknipsen lassen. Ich glaube, das hat er jetzt auch machen lassen. Also drei, das war ja, wie gesagt, ein Witz von ihm. Good. Okay, back to Alphon Tower. You were saying? Long before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Legions of souls tried to stop me. I can still feel them crawling all over my skin. Thing is, I could only get 3 of his 4 soul parts back. Sindri. Brock just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. What? It's been eating at me lately. You have to tell him. He has a right to know. When the time is right. As should you with your father. That's not the same thing. Was? Das mit der Lümmeltüte geht für viele Menschen. So viele Idioten hätten verhindert werden können. Ja, einer hat sich doch jetzt gestern wieder dazu bekannt, die Präsidentschaftswahl in Amerika anzutreten. Hätte auch verhindert werden können. Sindri, bester Bruder, ja. Ich hole nur 3 von 4 Teilen meines Bruders wieder. Lass mich raten, es gibt eine Mission. Hol den Seelenteil von Brock wieder. Mein lieber Ritter. Ja, da kommen wir natürlich nicht hin. Aber dass es Helheim gibt und er in Alfheim war, warum denn in Alfheim? Und wo ist da der Seelensee? Ja, doch. Das orangene Make-up-Opfer kam auf die Idee. Erinnert mich etwas an die Wall of Blame von Durex. Du hättest verhindert werden können. Really? Now? Ha!
Und tschüss. Anyway, Lalalala. You did a good thing. You saved Brock's life. I caused trouble. No, I made a choice. One that wasn't mine to make. Hmm. What do you mean, a choice? I couldn't be alone. The other dwarves, when they saw him, they shunned us. So we left. Made our own home. Well. Ganz ehrlich, dieses Rad kann man auch benutzen ohne den dritten Griff. You can't change the past, but it doesn't have to be who you are. Let's go home before Father wakes up. That might be the best idea you've had all night, Trey. Trey? It's an... Shut up. Ist das ein Zwergenwort für Freund? Bestimmt. Ja, aber du musst zugeben, dass Menschen, die eins nach dem anderen machen, meist ziemliche Evolutionsbremsen sind. Da meine ich sowohl Eltern als auch Kinder. Die Profis. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? Whatever, Loke. Nope, that was worse. Ugh. And I heard it when I said it. Okay. All right. Shall we? Yep. Das gute Loki und Sindri Abenteuer ist jetzt vorbei. Deswegen sage ich nach zwei Samenleiter AD. After Tyr was such a failure, just wanted to... Now hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? You saved him from a terrible fate. That's not nothing. And hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get there, I'll cover our tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. Ja. Na, ganz ehrlich, der steht jetzt vor der Tür und wartet. Go, go, go. Thank you.